Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und heute gibt es ein neues Format, Leute. Ihr fragt euch sicherlich, was ist es für ein Format, Leute? Wie soll ich es euch am besten erklären? Malen bekommen wir Autos, bekommen wir keine Autos. Ey, Leute, wir malen einfach nicht nach Zahlen, sondern nach Autos, Leute, für krasse Challenges heute mit dicken Disziplinen. Und als erstes stellen wir unseren Gegner vor, Leute. Was geht ab, Amir? Was geht? Ich bin Picasso, wusstest du das schon? Warum stehst du hier beim BMW? Den kriegst du nur, wenn du gut zeichnen kannst, ne? Ich bin Picasso, mein Freund. Leute, damit ihr aber das Ganze versteht, wir haben hier drei Kategorien von Autos. Hier ist unsere Sumo-Battle-Kategorie, hier ist unsere Rennen-Kategorie und hier ist unser geheimes Battle am Ende-Kategorie, Leute. Wir werden jetzt hier mit einem Glücksrad entscheiden, welches Auto davon entschieden wird, Leute. Das werden wir zeichnen. Der bessere Zeichner gewinnt das Auto. Der Verlierer muss leider ein Random Vehicle spawnen, beziehungsweise eins davon auswählen und muss die Challenge sozusagen damit antreten. Vielleicht hat der Glück, vielleicht hat der aber das ist das Ding, Leute. Wer besser malt, der gewinnt, Leute. Und wenn euch das Format gefällt, dann lasst jetzt ein dickes Däumchen da. Abonniert unbedingt den Kanal, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, Amir, welche Kategorie starten wir? Sollen wir mit einem Rennen starten oder mit einem Sumo-Battle? Worauf hast du mehr Bock? Sumo-Battle, okay. Dann, guck mal, wir haben hier überall nur krasse Fahrzeuge. Das eine besser als das andere. Wir werden aber jetzt ein Glücksrad drehen und dieses Fahrzeug wird dann gemalt, mein Freundchen. Wir gucken, was da rauskommt, Leute. Und das ist unser Auto. Ich würde sagen, ganz links ist 1 und dann halt nach rechts weiter rüber ist 5. Weißt du, was rausgekommen ist? Die Nummer 5. Das heißt, wir haben ein 6x6 Audi. Oh mein Gott, also ich sag dir ehrlich, ist ein schönes Auto, wechselt auch die Farbe die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob es krass ist, aber wir müssen es zeichnen, Leute, und damit wir es am besten zeichnen können, holen wir unser Fotogerät raus, werden jetzt ein Foto davon schießen, du kannst dir auch eine Perspektive aussuchen, so, oder obwohl, wir machen beide dieselbe Perspektive, okay? Ja, ich mach jetzt eine Seite hier so machen, von der Seite hier. Ich schick dir jetzt ein Foto und so malen wir den, okay? So, wir sind auf jeden Fall jetzt mit dem Foto rübergegangen in unsere Zeichnung. Ich fange an zu zeichnen schon. Jetzt, warte, du musst doch warten kurz. Hallo, entspann dich doch. Ja, wir haben genau 3 Minuten Zeit. Bist du bereit? Ja, okay, ich bin bereit. 3, 2, 1, let's go. Wie, du hast schon gestartet? Bist du ein kleiner Schummler, ne? Leute, jetzt seht ihr hier die Perspektiven. So, wer wird das besser malen? Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, Bro, ne? Das Auto ist irgendwie schwierig, ich sag dir ehrlich. Und 3 Minuten Zeit. Oh, verdammte Axt, Bruder. Verdammte Axt. Ich sag dir ehrlich, ich bin absolut nicht zufrieden bis jetzt. Aber ich gebe mein Bestes einfach. So, irgendwie zack, 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 zack. So, ich glaube, die ersten 30 Sekunden sind auch schon rum. Oh Gott, Bro, das ist schon hart. Ach, verdammt, Digga. Ich muss lieber mich mehr konzentrieren auf Weitermalen, Leute. Oh Gott, so. Für jedes Detail und so kann man vielleicht Bonuspunkte abstauben. Deswegen mal das Auto so gut es geht, mein Freundchen. Ja. So, zack. So schnell mit der Maus zu malen. Oh Gott, Bruder, mein Auto sieht so hässlich aus. Ich sag dir ehrlich, das ist so ein hässliches Ding. Oh, die Perspektive ist irgendwie schlecht, die wir gewählt haben. Ich sag dir ehrlich. Die wir gewählt haben? Die hast du gewählt? Ja, die ist viel zu schwer, Bro. Ich habe richtige Probleme hier beim Zeichnen. Oh Gott. Oh Gott, Leute, wie soll man dieses Ding hier so gut zeichnen? Hilfe. Oh, 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 oh. Oh Gott, 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 oh Gott. So, zack. Oh mein Gott. Bro. Oh mein Gott, ey, das ist ein sehr lustiges Format, aber ich choke so rein gerade. Okay. Okay, ich muss es so stehen lassen. Die letzten 15 Sekunden. Okay. Oh mein Gott, das Auto, Hilfe. Was ist das? Bro. Ich verstehe nicht, wo die ich die Zeit ist genau jetzt zu Ende. Okay, ich sag dir, meins ist hässlich. Meins ist wirklich hässlich, okay? Ich zeig dir das jetzt. Oh
Okay, wir haben unsere Fotos bekommen. Deins ist hier eingeritzt, meins. Bruder, ich sag dir ehrlich, du hast zwar die Farben getroffen, aber ich habe die Form getroffen des Grauens. Naja, also die Form des Grauens. Was? Guck dir das mal 0, dass ein 6x6 ist, weil die sieht aus wie so einfach ein langes Auto, was noch zwei Hinterräder hat. So. Wow. So ein 6x6 hat ja auch hinten noch eine kleine Ladefläche. Warte mal, guck mal, also. Erstens, du hast ein Audi-Zeichen hingemacht. So, hinten, guck mal, ja, bei mir, wie gut ich den Spoiler hab. Da ein Spoiler, oben noch ein Spoiler. Also, du hast doch nur ein Quadrat. Deine Räder sehen aus wie so Steine. Ja, ich hätte guck mal, die Räder, die Felgen hast du zum Beispiel. Okay, guck mal, du hast Steine da einfach. Und bei mir die Form, die vordere, guck mal, du hast nicht mal das Licht richtig gemacht. Wo ist dein Licht? Wo? Guck mal, wo willst du? Ich hab keine Zeit gehabt, das so auszumalen, ich hab mehr Mühe gegeben. Also, ich bin komplett dafür, dass der erste Punkt an den Picasso-Russi geht. Ja, komm, von mir aus geht der erste Punkt an dich, aber ab dann machen wir ja ernsthaft. Leute, okay, aber jetzt gehen wir rüber zu der Challenge. Und zwar musst du dafür erstmal zwei Autos spawnen, Random Vehicles und eins davon darfst du auswählen für die Challenge. Okay. Das heißt, ich habe schon diesen 6x6 Audi. Ja, okay, ich glaube, das ist dein Fahrzeug. Leute, wir steigen ein in diesen komischen Audi. Wir haben krass gezeichnet. Schreibt in die Kommentare gerne rein, wer hat für euch den ersten Punkt gemacht und auch bei den anderen Bildern, damit wir auch im Nachhinein sehen, ob wir uns richtig entscheiden. Let's go. So, wir sind auf jeden Fall auf der Startposition. Es geht best of three. Wer als erstes zwei Siege macht? Bist du bereit? Ich bin ready. 3, 2, 1, let's go. Ich frag mich, wer ist krasser? Also meiner ist so lala, der blinkt halt so ein bisschen. Oha! Sag mir nicht. Was? Oh mein Gott, sag mir nicht, dass mein Auto schlechter ist als deins. Das kann doch nicht sein, dass ich im Zeichenbattle so abschneide und dann ich so ein Drecksfahrzeug hab. Was ist denn los, Audi? Ist dein Auto nur aus Pappe oder was? Mensch, so rückwärts? Alter, was? Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Alter Falter Verwalter, aber jetzt müssen wir... Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Digga, wie hast du mich... Alter. Leute, habt ihr das gesehen? Ey, das gibt's nicht. 1-0. Okay, geh du wieder vor. Ich muss mein Fahrzeug erstmal reparieren. Best of three. Ja, also du Matchpoint, ich kann nur noch ausgleichen. Also, Leute, was habe ich für ein Pech? Ich gewinne das Zeichenbattle und bekomme so etwas. Okay, bist du ready? Ja. Bist du ready? 3, 2, 1, let's go. Okay, aber jetzt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, es rutscht so noch so richtig weg. Oh mein Gott! Oh Gott. Nein. Leute, wofür gewinne ich ein Zeichenbattle? Die erste Challenge geht einfach an das Random Vehicle, Leute. Ich kann es nicht fassen. Ey, oh mein Gott, Leute. Aber egal, 1-0 für Amir. Wir gehen rüber zum Zeichenbattle. Digga, das kann doch nicht sein. Wir sind wieder hier. Wir haben wieder ein paar krasse Autos. Wir haben eine OP-BMW. Wir haben einen OP-Ford. Wir haben einen Bugatti. Wir haben einen Mercedes. Und wir haben ein Formel-1-Auto. Wir finden jetzt raus, Leute, auf welche Position wir dann gleich gehen, Leute. Das Glücksrad dreht sich. Und es wird das Auto Nummer... 4. Okay. Das heißt, der AMG. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, das ist das schlechteste Auto, was man hier hätte bekommen können. Also ist. Ist gar nicht so krass, aber es sieht krass aus. Warte, wir stellen den mal ein bisschen weiter raus, damit wir den besser zeichnen können. Aus welcher Position sollen wir denn zeichnen? Von vorne? Boah, ich hätte Bock auf Front. Einfach richtig. Okay, ich mach jetzt ein Foto. Das wird dann gezeichnet, so Leute. Zack. Und wir gehen rüber in den Fotomodus. So, noch nicht zeichnen. Wir sind drin im Fotomodus. Alles, bist du ready? Ich bin ready. 3 Minuten, genau. Jetzt, let's go. Okay, jetzt muss man halt die Details treffen. Ich sag dir ehrlich, beim ersten habe ich die Details schon besser getroffen als du. Das heißt, ich bin der Detail-Master, Freunde. 3 Minuten Zeit. Könnt ihr eigentlich zeichnen, Freunde? Schreibt mal rein, ob ihr besser gezeichnet hätte. Aber ich denke, ich bin schon nicht schlecht. Amir ist halt der Noob hier, ne? Amir ist der Noob, der weiß gerade gar nicht, wo er anfangen soll. Wieder so, Bruder, ich weiß gar nicht, wo gerade was ist, ey. So, und ich sag einfach so, ist doch ganz easy hier. Zack, auch mal so eine Lüftung hier mitnehmen. Die kleinen Details auch mal mitnehmen. Dann hier nochmal so eine Einkerbung. Dann hier nochmal, oh Gott, das sieht ganz komisch aus jetzt, was ich hier gemacht habe. Aber egal. So, dann auch mal hier nochmal so etwas. Hier etwa so etwas, zack. Dann werden hier auch die, zack, gemacht, zack.
Oh Gott. Okay, vielleicht ist das jetzt nicht die beste Zeichnung. Die erste Minute ist jetzt auch rum, ne? Wollte ich nur sagen, falls es dich interessiert, so. Boah, Leute, das ist halt Kunst einfach. Das ist, da muss man auch sagen, ich bin nicht umsonst ein Künstler hier, ne? So. Okay, die letzten 30 Sekunden laufen hier sogar. Okay, zack. Ja, vielleicht noch ein bisschen hier, bisschen hier. Zack. Man kann sagen, was man will. Ich bin krass, noch 15 Sekunden, exakt 15 Sekunden. Aber ist ja eh egal, weil du hast ja eh schon verloren. So, zack. Okay, ich sag dir ehrlich, die letzten Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Fertig. Okay, fertig. Okay, Leute, ich mache jetzt ein Foto. Let's go. So, okay, die Bilder sind geladen. Ja, geht so. Also ich sag dir ehrlich, du hast schön mit Farben gearbeitet. Ich hab nie die Zeit, die Farben so richtig zu machen. So, du machst ja, weil du machst aber so eine komische Skizze immer. Bei mir ist das richtig wie so ein fertiges Produkt. Ich sag dir ehrlich, deins ist nicht schlecht, aber ich hab gewonnen. Also ich sag dir ehrlich, deins ist jetzt viel besser. Oh, guck mal, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hab einfach die Seitenspiegel vergessen. Ja, siehst du allein das? Alter, aber guck mal, ich wollte dich eigentlich kritisieren. Ich dachte, du vergisst bestimmt einen Benzstern. Hast du dabei. Nein, Lichter hast du gut gemacht eigentlich. Unten die Spitzen vom Kühlergrill oder dieses Grill, das hast du natürlich, das sind bei dir irgendwelche Eisberge, aber sonst nicht schlecht. Ich sag dir ehrlich, ja, guck mal, ich würde sagen, eigentlich schwierig, Leute, schreibt rein, aber ich gebe dir den Punkt. Ich gebe dir den Punkt. Nein, nicht mal schwierig. Ja, doch, Leute, schreibt mir die Kommentare rein. Wer hat das bessere Bild gemacht? Du hast jetzt den, aber ich habe zwei random Vehicle und die können vielleicht besser sein als dein Fahrzeug. Das ist das erste. Das ist nicht so gut. Und bitte jetzt. Oh mein Gott! Nein, das ist jetzt nicht passiert. Ich krieg ein Formel 1 aus. Die Random Vehicle, die Karen gerade. Okay, wir gehen jetzt hier vor. Werden jetzt erstmal die Karte aktivieren. Bitte markiere ganz oben rechts den grünen Shop neben der Lofty Bar. Siehst du den? Leute, das Ziel wurde geändert. Wir fahren zum weitesten Shop, der ganz weit weg ist auf der anderen Seite der Map. 7,5 Kilometer. Ja. Bist du ready, mein Freundchen? 3, 2, 1, let's go. Formel 1 gegen Benz. Das ist doch einfach nur ein Schummel. Boah, meine lenkt voll krass. Echt? Ja. Ist der krass so? Also meine der ist sehr schnell. Ich komme direkt ran wieder an dich. Sag ich dir ehrlich. Lenkung ist bei mir auch stabil. Oh. Hey! Ja, ciao. Danke. Wie danke. Zack. Bam. Wow. Okay, Formel 1 Auto. Oh nein, ich hab voll einen dicken Unfall gebaut. Sehr wichtig und richtig. Ich fahre, muss ich ehrlich sagen, gerade sehr clean. Das Auto ist auch sehr... Ja, klar. Einer lenkt einfach voll in mich rein. Bro, Formel 1 Auto ist schon... Oh mein Gott, ich habe so knapp einen Unfall gebaut. Aber ich ziehe mit 429 km/h durch. Ich sag dir ehrlich... 429? Ja. Bro, ich habe ein Formel 1 Auto. Wie viel Lack kann man eigentlich haben? 340 bei mir, stopp. Bro, wie viel Lack kann man eigentlich haben? Und ich fahre noch so clean, Leute. Oh mein Gott. Ey, ich sag dir ehrlich, wir wollten das Formel 1 Auto zeichnen und ich bekomme... Das eine gezeichnete wäre cooler, das sah sogar krass aus. Du hast nur Lack gehabt. Aber ich habe nicht mal so ein OP-Random-B gewonnen, sondern einfach nur eins, weil dein Auto war halt einfach nur komplett shit. Ja. Und mein Auto ist ja wenigstens gut und du kriegst einfach ein OP-Auto. Ja, aber ey, das kann nicht sein, dass Random Vehicle die ganze Zeit gewinnt. Das ist echt crazy. Vielleicht bei der letzten Disziplin, aber ich bin schon gut dabei. Ich glaube, du hast keine Chance. Ich heiz hier mit 400 km/h durch. Ohne einen Unfall zu bauen, Bro. Ohne einen Unfall zu bauen. Also ich glaube, cleaner ging's gar... Oh. Das ist mein erster Unfall. Oh. Okay. Aber ich sag dir ehrlich, ich habe zwar einen Unfall gebaut, bin sogar kurz von der Strecke abgekommen. Ja, ich bin 1 Kilometer, bin ich, glaube ich, noch. Oh Gott. Ja, okay. Also ich hab echt gerade noch gechoked, aber ich bin da. Ja.
Oh mein Gott, ich bin jetzt erst da. Ich bin sogar noch ein paar Mal rausgefallen. Glaub mir, wenn ich ein bisschen unglücklicher gelandet wäre, hättest du mich eingeholt. Aber 1:1, wir kommen rüber zum finalen Battle. Let's go. So Leute, wir sind bei der letzten Disziplin angekommen. Es ist eine Offroad-Disziplin. Ich werde es jetzt verraten. Und zwar geht es darum, wer wird als erstes auf den Mount Chiliad kommen. Das heißt, bergab. Welches Auto ist dafür besser geeignet? Wir haben hier Offroad-Karten, alles drum und dran. Aber um welches Auto es jetzt gleich gehen wird, werden wir mit dem Glücksrad entscheiden. Wir drehen das jetzt los. So, let's go. Das Glücksrad dreht sich, Bruder. Das ist das letzte Fahrzeug, was uns bevorsteht. Und es ist die Nummer 1. Es ist dieser fette Hammer. Ich sag dir ehrlich, ich weiß gar nicht, ob der krass ist. Ich hätte lieber die anderen gehabt. Ja, ich auch. Weil die sind so ein bisschen dünner, kleiner. Welche Posi wollen wir benutzen? Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Sollen wir das einfach komplett schräg so seitlich machen? So? Also ja, so, ich mache jetzt das Foto, Leute. Schön für die Galerie. So, zack. Und Foto. Okay, wir haben unser Fotomodus. Bist du bereit, Amir? Ja. In 4, 3, 2, 1, let's go. Okay, es ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, gigantisch hier jetzt gezeichnet. Man kann auf jeden Fall hier mal schön anfangen. So, zack. Dann machen wir hier so ein zack, zack. Dann hier so noch ein Reifen. Boah, diese Perspektive ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Sehr interessant. So. Ob wir hier gut zeichnen, das entscheiden natürlich auch die Zuschauer, Leute. Eigentlich, ich sag dir ehrlich, theoretisch gesehen, die Zuschauer könnten eigentlich noch so einen Bonuspunkt vergeben fürs Zeichnen. So, der beste Zeichner einfach rein. Entweder Army oder Russik in die Kommentare, oder? Ja, einfach so den besten Zeichner, wer von euch heute am besten gezeichnet hat, reinballern. Und guck mal, dann. Da, guck mal, ich achte auch auf die Details, Leute. Seht ihr hier, wenn ich gerade am Zeichnen bin? Ja, er achtet gar nicht auf die Details, Leute. Dann heißt es wieder, da ist Skizze gezeichnet. Aber eine Skizze ist halt schnell und gut, Freunde. Ist eine schnelle und gute Skizze. So, auch mal hier dieses Detail hier mitnehmen, Leute. Auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Schönes Ding. Hier so, bisschen hier so. Dann auch mal hier, keine Ahnung, was das hier ist, Leute, aber das nehmen wir mit, Leute, die Details, die werden halt mitgenommen, so. Okay, dann hier, das da, das ist auch ein wichtiges Detail. Zack, so, die letzten 5 Sekunden, die Zeit ist jetzt genau in 3, 2, 1, vorbei! Bam, okay, wir sind drinne in der Beurteilung. Ja, ich habe auch geschickt. Ich sag dir ehrlich, okay, schon mal interessant. Nein, mal nicht schlecht, also nicht das ist auch schlecht. Auf Details. Ich habe auf Details geachtet. Guck mal, das Ding ist von der Form, muss ich sagen, war jetzt eigentlich die leichteste Perspektive. So, drei Reifen, ein bisschen die Struktur. Das war die einfachste. Aber jetzt kommen wir zu den Details, so, weißt du? Guck mal, das Ding ist, jeder hat Reifen. Aber du Reifen, hast. Meine Felgen sind besser. Deine Felgen sind besser, aber ich habe diese Noppel gemacht, so, weißt du? So, ja, okay, aber dann, guck mal, ich habe nicht nur die Felgen. Guck mal, die Felgen sind ja so auch so Löcher drin. Und den roten Punkt in der Mitte hast du zum Beispiel auch vergessen. Ja, ich habe halt einen normalen schwarzen Punkt. Ich habe keine Zeit. Ja, und du hast keine. Und die Felgen, die haben ja Löcher drin. Die hast du zum Beispiel nicht reingemacht. Ja, dann guck mal jetzt hier die Details. Okay. Guck mal, wie meine Struktur aufgebaut Türknopf ist. Hast du auch. Das hast du Türknopf habe ich. Rohr habe ich. Guck mal, ich habe irgendwie so ein bisschen Farbe drin, ne? Sag ich hart auf hart. Ich habe auch das vordere. Es ist echt sehr schwierig. Ich sag dir ehrlich. Also, so detailtechnisch, ich sag mal so. Detailtechnisch haben wir beide gut drauf geachtet. Ey, ich sagte echt, das ist für mich schon fast eigentlich unentschieden, ne? Ist ein Unentschieden, oder? Weißt du, was wir machen könnten? Es ist jetzt Angebot. Was? Jeder von uns. Spawn Iron the Vehicle für den Iron the Vehicle. Und dann kann beide sagen ja oder nein. Also, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will das behalten. Okay. Und du sagst, nein, ich will meins nicht behalten, dann kriegst du das machen bis, wir. Okay. Bis das passiert. Okay. Okay. Let's go. Ich will meins behalten. Ich auch. Was hast du? Hä? Jetzt müssen wir noch ein random Weekend, bis mir einer sagt, das passt nicht. Oder? Nee, das passt nicht, Bro. Ich will nicht, das ist zu OP. Okay, dann wie, du willst nicht. Ich will nicht, nochmal. Nochmal random Weekend. Ja, gut, dann müssen wir nochmal machen. Ja, wenn wir beide sagen, wir wollen, dann muss neu gemacht werden. Und wenn einer sagt, ich will nicht, dann. Okay. Mach mal nochmal die Challenge, Rustik. Bergauf fahren. Bist du zufrieden mit dem? Nein. Warum nicht?
Weil ich nicht haben will. Nimmst du den Hammer? Ja. Und dann fahren wir Hammer gegen Burger. Ja, kannst du machen, gerne mit. Komm, du kannst auch gerne dein Dings benutzen, aber du musst erstmal gut landen damit. Ich weiß, das ist übel schwierig, glaube ich. Egal, ich riskier's. Okay, wir gehen rüber zu Mount Chiliad anfangen. Oh, wer als erstes auch bei Mount Chiliad dort bei dieser Skipiste ist oder bei den Leuten dort gewinnt. Bist du ready? 3, 2, 1, let's go, Leute. Wow, Chapo! Ob das gut geht, ist die andere Frage. Oh Gott. Also, ich kann sogar springen und so, ne? Oh Gott, nein. Ja. Bro, ich hab mich falsch entschieden. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ich hab mich so falsch entschieden. Kannst du irgendwie fahren? Nee, ne? Und. Nein! 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 Warte, ich hab die Challenge komplett gewonnen. Ne? Oh mein Gott, mein Auto war auch voll shit. Echt? Fährt er nicht gut? Bro, der kippt gerne mal um. Bro, das Ding ist, meiner kann Offroad nicht fahren, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ah! Ich seh dich da. Ah! Nein! 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 Ah! Bro, ich schaff's niemals so. Niemals. Oh Gott, ich bin auch wieder ein Stück runtergefallen. Ich sag dir, obwohl, ich könnte es schon schaffen eigentlich. Ich sag dir ehrlich, könnte es schon klappen irgendwann. Ich muss nur so irgendwo gut landen da oben und dann einfach den Rest so ganz locker flockig hochfahren. Warte mal. Bin ich vor dir gerade? Du bist vor mir noch, ja. Nein. Ich hab noch. Ich bin wieder vor mir. Ich hab gar nicht markiert, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, du. Mal. Genius. Alles gut? Alles gut, ich bin dabei, mich zu bewegen. Ich muss halt super langsam fahren, weil mein Auto jedes Zeit umkippen kann, ne? Einfach nach rechts oder links. Okay, fahr ruhig langsam, ja, fahr ruhig langsam. Du hast schon geschafft, ehrlich? Nein, aber ich bin auf dem guten Weg, sag ich mal so. Leute, wir müssen einfach nur durchhalten mit dem Burgee-Mobil. Ich werde jetzt nicht boosten, weil ich habe Angst, dass ich runterfalle einfach. Boah, ich bin jetzt gleich da, let's go. Ja, boost nicht, alles easy. Ich würde gerne wissen, wo du bist. Ich seh dich. Guck mal, wie weit ich bin. Hast du mich gesehen? Nein, ich bin umgekippt. Ich bin da! Nein! Ich bin da! Ja, ich hab dich gerade gesehen. Du hast geschummelt. Nein, die Leute sehen's ja. Ich kann mir sagen, was er wollte. Er hat geschummelt. Ich bin jetzt hier bei Mount Chiliad oben. Ich bin da, ich bin einfach gut geboostet und dann halt angekommen und fertig war's. Ich bin da, Bruder. Der Punkt geht an mich und somit gewinne ich die erste Painting-Challenge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wer hat besser gezeichnet, bei welchen Bildern, bewertet sie ruhig. Und, Leute, ansonsten bis zum nächsten Mal. Guck mal, da vorne, du bist jetzt auch da. Oh, tschüss. Du bist jetzt auch da. Nicht. Leute, wir sind da, bis zum nächsten Video. Ciao.